Leute, wie versprochen, gibt es jetzt endlich die News, die ich lange versprochen habe. Heute ist es soweit. Es geht heute um Cross-Progression, um den zukünftigen Battle Pass. Da gibt es eine Neuerung und da gibt es wahrscheinlich in den Kommentaren gleich wieder fettes Feuer, nachdem ich gestern dazu aufgerufen habe, einen Kopf aus dem Arsch zu ziehen, kommt gleich der nächste Part in die Fresse und da sage ich mir zu Recht, okay, eskaliert von mir aus nochmal. Aber wir wollen auf dem Boden bleiben. Wie gesagt, alles kann nichts in Apex Legends. Hashtag free to play. Bevor ich jetzt mit den News loslege, möchte ich mich natürlich nochmal über die letzten Wochen und Monate bedanken für den fetten Support. 16.000 Abonnenten, gerade jetzt bei den Verlosungen waren viele dabei und gerade bei dem Aufruf, sich mal richtig auszukotzen, bei dem 11.500 Coins Video, haben viele mitgemacht, über 500 Kommentare. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge und ich hoffe, dass EA da reinschaut und sich natürlich die Kritik reinzieht. Und auch das gestrige Video, da bin ich sehr überrascht, dass das einerseits nach nicht mal oder nach etwas über einer Stunde schon 1500 Aufrufe hatte. Das hatte ich so noch nie in so kurzer Zeit und es wurde positiv aufgenommen. Ich habe tatsächlich gedacht, jetzt kriegst du richtig Feuer und das habe ich billigend in Kauf genommen. Sorry für den Sprachfasching schon wieder. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut vom gestrigen Video mal ein paar Schnipsel. Wir fangen jetzt direkt mal an. Was habe ich denn eigentlich zuerst? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ach so, in den Gamefiles. Natürlich, Season 18 ist gestartet und die Dataminer sind natürlich wieder fleißig und haben ein paar neue Gamefiles entdeckt. So zum Beispiel die Skull Grenade. Eine Skull Knochenkopf, also Totenschädelgranate. Ich habe aktuell und auch die Dataminer, die diese Gamefiles gefunden haben, keine Ahnung, was diese Skull Grenade mit sich bringen könnte. Und übrigens, einer meiner Abonnenten, ich weiß jetzt leider nicht, wer es war, hat mir über Instagram eine richtig geile Idee zukommen lassen. Eine neue Granatenart wäre doch geil, wenn das eine Silence Grenade wäre. Quasi die taktische Fähigkeit, die alte taktische Fähigkeit von Revenant als Granate, sodass du die Gegner silencen kannst mit einer Granate. Finde ich eine geile Idee. Müsste man vielleicht mal anbringen. Also wenn ich meine EA-Partnerschaft nach dem Feuer, das ihr mit losgebrochen, oder ich habe es losgebrochen, ihr habt natürlich mitgemacht, so war der Wunsch. Wenn ich meine EA-Partnerschaft nicht verlieren sollte, weil das Risiko ist tatsächlich da, dann wäre das auf jeden Fall eine richtig geile Idee, die ich mal ansprechen könnte und würde mich tatsächlich mal bei EA kundig machen, ob ich einen Respawn Kontakt kriegen könnte, wo ich diese Idee einfach mal vorschlagen kann oder vielleicht auch andere, wenn ich denn das Gehör dazu bekomme. Und jetzt kommt die absolute Keule von da ganz verdammt nochmal oben auf uns herab. Respawn plant einen Pre-Order Battle Pass. Noch Fragen? Ich bin sprachlos. Wenn wir jetzt mal ausblenden, was ich gestern von euch gehofft habe, das war einfach mal einen Kopf aus dem Arsch ziehen und uns jetzt am besten aufhören aufzuregen, aber das muss ich jetzt kurz ausblenden, weil das ist absolute Hässlichkeit in Person, diese Idee. Du kannst quasi für Season, keine Ahnung, wann das eingeführt werden soll, in Season 19, Season 20, kannst du, wie wir irgendwelche Sonder-Special Editions von irgendwelchen Spielen, kannst du den Battle Pass vorordern. Was bitte zum Teufel ist das für ein Quatsch? Natürlich, Season 18, muss ich sagen, ist einer der schönsten Battle Pässe seit verdammt lange her. EVA-Skins sehen alle gerade in der reaktiven Version extrem geil aus. Hier gibt die Gamefiles dazu. Next Seasons Battle Pass. Earn a bonus reward if you buy Next Seasons Battle Pass. Also du bekommst eine Bonusbelohnung. Für einen Battle Pass, den du vorbestellst, wo du vielleicht, das könnte sein, oder sagen wir mal so, hoffen wir, wenn die das wirklich einführen, dass wir wenigstens eine Preview, eine Vorschau für den Battle Pass bekommen oder ob wir die Katze im Sack kaufen. Aber ich rate ja seit dem letzten Video von gestern dazu ab, da irgendwie Geld rein zu investieren. Was ich eine feine Sache finde bei dem Battle Pass, wenn du den einmal gekauft hast und hast die Coins, die du freischaltest, nicht verschwendet und du schaffst es in jeder Season, den Battle Pass komplett durchzugrinden, dann refinanziert sich der Battle Pass sowieso immer und immer wieder. Du spielst quasi die Coins ein, die du verballert hast. Machst, glaube ich, sogar 50 plus, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf diese Art und Weise kann man natürlich die Coins auch wieder reinvestieren, was auch eine coole Sache ist, weil Free-to-Play, du hast einmal den Battle Pass gehabt, dann investiert es auf jeden Fall wieder, damit ihr auch die Skins freischaltet. Das ist natürlich auch klar. Also so ganz ohne ausgehen wäre dann natürlich auch schade, aber wer extra ausgeben muss, ja, wenn der Battle Pass geil ist, dann kann ich das natürlich so ein Stück weit zwiespältig
Egal. Wir kommen zu Cross Pro Mother Peep Crashen. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, inklusive mir. Wir haben es jetzt lange genug versprochen bekommen. Ich betone nochmal, ich habe jetzt so ein bisschen eine klarere Sicht, einen klareren Kopf auf die ganze Geschichte und mir war das vorher schon klar mit dieser Filler-Season, Season 18 und so weiter. Wir bekommen in Season 19 eine neue Engine oder ein Makeover von der Engine und für mich hat es eigentlich tatsächlich, wenn man mal logisch rangeht, überhaupt keinen Sinn gemacht, in Season 18, so wie es geleakt war, Cross-Progression überhaupt reinzubringen. Wenn eine Season später eine neue Engine kommt. Das bringt nur wieder Probleme. Ich glaube tatsächlich, mal abgesehen davon, dass in Season 18 sowieso der Fokus auf das Ranked-System, auf ein funktionierendes, bestehendes Ranked-System, war der Fokus gelegt. Also muss man natürlich gucken, was ist jetzt wichtiger, Cross-Progression oder ein funktionierendes Ranked-System, sorry fürs Stottern. Naja, ob das Ranked-System jetzt alles andere als geil oder mittlerweile gebalanced ist, das wage ich nach einer Woche noch zu bezweifeln. Da müssen wir leider noch ein bisschen abwarten. Aber Cross-Progression hoch im Kurs, Season 19, neue Game-Files mit dem Release von Season 18 gefunden in den Game-Files natürlich, also Quellcodes. In den Gamefiles gefunden, so rum, sorry fürs Stottern, es ist relativ spät am Abend, als ich dieses Video aufnehme, aber das ist so der neueste Stand, den ich jetzt für euch habe und natürlich wie immer gibt es neue News bei mir, vorbeischauen würde ich mich natürlich sehr drüber freuen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der Erfolg so weitergeht, wie er jetzt gerade anhält. Also Ladies and Gentlemen und gerade alle Leute, die mir so schön geschrieben haben, die sie mit mir das sinkende Schiff nicht verlassen werden. Ich freue mich, dass er am Start bleibt und euch weiter mein Stuff reinzieht. Bis die Tage. Haut rein. Ciao.